Ja, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Und zwar, das ist wirklich nur ein ganz kurzes Video. Und zwar, ich will euch nur schnell zeigen, wie ich meine Tarts aufbewahre. Und das sind jetzt die Weihnachts- und Wintertarts. Die habe ich in so einer Metallbox. Und diese Box, die gab es mal bei Tchibo. Da waren Teebeutel drin oder das war eine Teeaufbewahrung. Und ich habe dann einfach diese Gitter, die da drin waren, rausgemacht und habe dann meine Tarts drin. Und genau so habe ich es dann einfach auch im Keller gelagert und dadurch, dass das auch halt einfach ja, gut verschlossen ist und dann auch dunkel gelagert ist, halten die sich dann auch sehr gut. Also da passt sehr viel rein, wie ihr seht und die ist wirklich sehr schön, sehr groß und ich finde auch dekorativ. Also ich hole die dann raus und dann stelle ich die hin und dann kann ich immer meine Tarts rausholen und ich habe dann auch so kleine Teelichter und auch mein Feuerzeug ist da drin. Also von daher nur so als Tipp, also ihr könnt auch so eine Teeaufbewahrungsbox oder so etwas nehmen, um eure Tarts praktisch zu lagern und dann natürlich auch einen guten Überblick zu haben. Ja, das war es eigentlich auch schon. Und bis zum nächsten Video. Tschüss!